bayern-online.de, Bayerns schönste Seiten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bayern-Online-Zuschauer. Heute berichten wir von einem ganz besonderen Projekt, und zwar Schüler als Bosse, eine Kooperation zwischen Wirtschaftsjunioren und MBG Bayreuth. 30 Schülerinnen und Schüler dürfen für einen Tag lang Chefs sein. So, ihr beide wart bei einer Eventagentur, und was habt ihr denn da so erlebt? Man konnte sich auch gleich duzen, ist ja in der Künstlerbranche so. Und ich bin dann zuerst zur Bettina gegangen und die Sabrina ist dann zum Michael gegangen, der ist für die Künstleragentur zuständig. Ja. Und die haben uns erstmal ganz viele Präsentationen gezeigt für ihre Kunden. Und wie die das halt machen mit den Künstlern anrufen und die allgemeinen Events, und dass sie nicht nur Events machen, sondern auch einfach mal, zum Beispiel haben sie ein Getränk, also geholfen, wie man Getränke bewirbt, und ja. Und was ist euer Fazit? Also würdet ihr jetzt auch beruflich in die Richtung gehen wollen? Mir würde es gefallen, ja. Ja, mir auch. Würde ich sehr gerne machen. Und vielleicht mache ich auch ein Praktikum dort. Ja. Ich war beim Rechtsanwalt, Herrn Schmitz. Und es war super schön, weil wir halt einfach einen Einblick bekommen haben, wie das Leben so als Rechtsanwalt wirklich mal ist. Und kannst du dir das auch als Job jetzt vorstellen? Oder hast du dir das ganz anders vorgestellt, wie es als Rechtsanwalt abgeht? Ich habe es mir eigentlich anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, es wäre mehr mit Gesetzen und total hart, aber es ist ziemlich viel mit Leuten, Personen, du kannst viel mit Menschen umgehen sogar, und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe ihn um 8.15 Uhr einfach begrüßt, habe ihm kurz erklärt, was wir machen, wer wir sind, habe dann ihm verschiedene Möglichkeiten gezeigt, was man als Ingenieur machen kann, was man an der Uni als Assistent macht. Also hinter einem Boss herzulaufen, der vielleicht ganz andere Dinge tut, als man sich es ursprünglich vorstellt, der ganz, ich will mal sagen, ganz einfache Dinge tut, der auch mitarbeitet, irgendwas mit in die Hand nimmt und aufräumt, aber auch der ganz große Strategien plant oder Gespräche führt, Personen führt, anleitet, die fördert. Und ich glaube, das erweitert einfach den Horizont. Und hier in Bayreuth guckt man manchmal so ein bisschen neidvoll nach München, nach Nürnberg. Da gibt es Angebote en masse dieser Art. Und was wir lernen ist, such dir einen Partner, finde Leute, die mit anpacken, krempel die Ärmel hoch und tu selber was. Und ich bin ganz stolz darauf, dass wir das geschafft haben, so ein Projekt heute zu initiieren. Ja, also erstmal vor allem die Kooperation zwischen den Boss und den Mitarbeitern in der Werbeagentur, wo ich war, dass das irgendwie was, nochmal was ganz anderes ist, also überhaupt nicht so hierarchisch, wie man vielleicht denkt, das vor allem. War bei mir genauso, weil der Boss auch mehr auf Mitarbeiterebene mit ist und nicht so über allen steht und alles bestimmt. Schüler als Boss ist da! bayern-online.de, Bayerns schönste Seite.